Hallo Leute, willkommen zurück hier auf Unica City. Ich wollte eigentlich gerade ins Rathaus meinen Waffenschein abholen, aber es gibt gerade eine Kontrolle hier. So wie es aussieht. Warte mal, erstmal Slash Member Info. Irgendwas mit Ronny. Da war's doch. FBI, er ist im Dienst. Was hat er denn jetzt gesagt? Okay, erstmal mein Perso. Show Perso. Dem Ronny. So, check mal ab, ich bin 20. Eigentlich habe ich mich auf 21 gemacht, aber in dem neuen Control Panel steht, dass ich 20 wäre. Verrückt. Ja, genau, die Lizenzen will er auch sehen. Show Licenses. Das ist hier, ne? Eigentlich muss hier ein C hin. Aber es wird hier so geschrieben. Muss man erstmal wissen. Sieht auch gut aus, ich weiß. Oh nee! Und. Ah! Ja, FBI, oh, hier hinten steht's auch. Wieso steht es nicht vorne drauf? Bei ihm? Oh, da müsste vorne drauf stehen. Na gut, eigentlich haben die es ja eh nur hinten drauf, ne? Er tastet mich ab. Ist kitzelig. Ups. Na. Ich muss auf jeden Fall noch schreiben lernen hier. Achso, ich muss noch annehmen. Annehmen. Ich hab nichts dabei. So, sie sind clean. Ja, Kollege. Das weiß ich wohl. Warum lachen Sie, Sir? Sorry, ich bin kitzelig. Aber wenn er mich abtastet. Guten Tag noch, du Bulle. Was? Was? Was denn noch? Oh mein Gott, ich muss schreiben üben hier. Schnell schreiben vor allem. Was denn noch? Wachtmeistern, ja eigentlich FBI ist ja kein Wachtmeister. Passen Sie auf sich auf, dass Sie keine Scheiße bauen wegen Ihrem Waffenschein. Lol. Der weiß schon, dass ich den hab. Ich hab den noch nicht mal abgeholt. Schönen Tag noch. Du, blablabla, nein, nein. Wir wollen ja mal jetzt hier keinen Kopf beleidigen. Das mache ich im Real Life schon immer. Nein, Spaß. So, jetzt gehen wir aber mal den Waffenschein abholen. Ich war gestern auf dem Server, da war die Zeit noch nicht rum. Man muss ja 72 Stunden warten. Wenn ihr allerdings Premium habt, müsst ihr nur 36 Stunden warten. Und hier gucke ich jedes Mal. Ja, ich weiß aber nicht in welche Richtung. Also ob der auf der Seite oder dieser hier ist. Aber ich bin richtig. Ja, du hast das Achievement Waffenschein geschafft. Was, 25 XP? Dafür, dass man so lange wartet drauf? Okay, na gut. Jetzt ist nur die Frage, kann ich damit runter? Damit kann ich runter, ja, klar. Lass mich raus. Die Frage ist, kann ich damit jetzt Schießtraining machen, auch wenn ich keine Waffe besitze? Hallo? Runter bitte? Es wäre tatsächlich cool, wenn hier drinnen noch so die Etage angezeigt wird irgendwie. Ist mir gerade so spontan eingefallen. Weiß ja nicht, ob das umsetzbar ist. Also umsetzbar schon, aber ob das jetzt ein großer Aufwand wäre. So eine kleine Idee am Rand. Ach ja, wo muss ich eigentlich hin? Oh nee, bitte. Nicht die nächste Kontrolle. Da ist auch... Das sind alles Polizisten hier. Hi. So, egal. Ich wurde schon mal... Okay, der fragt jetzt nur so ein bisschen Smalltalk. Talk, Waffenschein, Elektrodan. Gut, und wir sind ja nett.
Trotzdem, ich habe hier eine Mission, Junge. Entertainment, nein, wo ist denn hier eigentlich? U-Bahnen, sonstige Orte. Ich nehme jetzt einfach mal den Waffenladen. Ich hoffe, das ist der richtige. Nein, oder? Ich überlege gerade, das müsste der Waffenladen bei dem Mafia-Hauptquartier sein. Und das ist, meine ich, in diese Richtung da hinten. Oder bin ich jetzt total verpeilt? Ey! Wie die immer rumschießen hier. Also wenn ich mal Polizist bin, sobald ich hier Schüsse höre, gehe ich dem nach. Das könnt ihr wissen. Aber 100 pro. Stellt euch mal vor, im Real Life schießen die Leute den ganzen Tag einfach mal so rum. Auch wenn es nur so ein Schuss ist in die Luft. Ups, ruckelig. Also stellt euch das mal vor. Und da stehen auch Cops in der Nähe. Die würden dich sofort erstmal mitnehmen. Aber eiskalt. Und die würden dich auch nicht mit Samtschuhen anfassen. Samthandschuhen. Also die würden richtig zugreifen. Aber ich wette, ich bin hier falsch. Oder kann man bei jedem Waffenladen Schießübungen machen? Wo geht's denn hier hin? Ach, hier. Waffenladen. Bei. Okay, hier kann ich kaufen. Und eigentlich meistens dahinter oder so. Ich laufe jetzt mal einfach in die Richtung. Wartet mal. Ich muss überlegen. Was war denn noch in der Nähe? Der Geldtransport. Das heißt, ich bin schon auf dem richtigen Weg jetzt. Wäre ich gleich mal dahin gelaufen. Hui. Es gab ja auch ein Event am Wochenende, am Samstag. Eigentlich kann man sagen, eine Event-Offensive. Es ging so ein bisschen über den Tag verteilt. Ich kann jetzt aktuell aber noch nichts dazu sagen, wie es mir gefallen hat, weil diese Aufnahme, die ihr jetzt nach dem Event schaut, wurde aufgenommen vor dem Event. Ich produziere ja immer ein bisschen vor. Das ist auch so ein krasses Haus mit der riesen Garage da unten. U-Bahn. Ah, warte mal, ich glaube, die U-Bahn funktioniert wieder. Es gab ein großes Changelog. Vielleicht gehe ich da mal so ein bisschen drauf ein. Oder, dann hätte ich es jetzt mal aufmachen sollen. Also, was ich weiß, ist, dass jetzt die Tabakplantage, also der Job da, der ist jetzt nicht mehr verbuggt. Man kann den Tabak jetzt wieder aufheben. Ist ja manchmal so gewesen, wenn er dann getrocknet ist, dann hat der Spieler den nicht aufgenommen. Was ärgerlich ist, weil man da schon Zeit investiert hat in diesen Job. So, warte mal, jetzt darf ich aber hier nicht die Orientierung verlieren. Ne, da vorne links. Also irgendwann bin ich hier voll der Map-Kenner. Da brauche ich kein Navi mehr, dann kann ich alle anderen navigieren. Wupp, wupp. Da hinten sind die... Nein, Mall. Ich verwechsel das immer mit dem News-Gebäude. Ah. Wobei, die Zeitung ist ja hier, oder das Postamt. Da vorne, das ist das, glaube ich. Genau, gegenüber von dem Geldtransport. So, jetzt muss ich mal schauen. Genau, da ist die Apotheke, dann ist da hinten Mafia-Gebiet. Da bin ich jetzt auch unterwegs gewesen. Ich will aber noch gar nichts verraten. Also, nur so viel, Frackvorstellung kommt bald. Und wo war jetzt hier der Waffenladen? War das in diese Richtung? Hier ist auch das FBI-HQ. Boah, jetzt bin ich echt am Überlegen gerade. Warte mal, was ist denn hier noch? Hier war ich ja auch noch nicht. Also hier bei Papier schon, aber das ist doch hier das Schwimmbad. So wie es, also sah da aus wie so eine Wasser. Cool. Jawohl. Oh, das sieht aber richtig cool aus. Ist ja ein Freibad sogar. Ah, das lassen wir uns mal, das heben wir uns. Ach, hier richtig mit Dusche. Cool, wie in echt. Das heben wir uns aber mal auf für Lost Places. Also das Schwimmbad ist echt so am Rand der Map. Man kommt da eigentlich nicht so oft hin. Auf der Suche nach dem Waffenladen. Der war irgendwo hier, das weiß ich. Hier ist noch ein Fastfood-Restaurant. Hier ist eine Baustelle. Ich meine, das... Warte, ist da vorne? Nee, das ist eine Villa. Oder Haus. Na gut, ist eigentlich schon in der Größe von einer Villa. Oh Mann, wo war das? Leute, helft mir!
Ich glaube, ich bin nicht hierher gelaufen. Ja, wir gucken mal, was das ist. So viel Zeit muss sein. Oh doch, ist das hier? Was ist denn das hier für ein Laden eigentlich? Hier ist ja gar nichts drin. Kann man hier zu Silvester Knallkörper kaufen? Und Raketen? Das suche ich nicht. Für sowas gebe ich kein Geld aus. Also auch im Real Life nicht mehr. Das ist mit 16 mal cool. Und dann. Ah. Es knallt halt. Mehr nicht. Ich weiß ja auch noch nicht mal, ob ich jetzt schießen kann am Schießstand. So, warte, ich gehe nochmal hier an der Baustelle. Ah nein, da ist es doch, oder? Ja. Ich bin da vorbeigelaufen. Slash bei geht nicht. Warum? Weil das leer ist, oder? Guck mal, eine Pistole. 1750. Ich könnte mir sogar eine Waffe schon holen. Aber ich will jetzt erstmal gucken, ob das so geht. Waffentraining. 450 Dollar. Oh, so viel habe ich nicht dabei. Egal. Hier vorne ist ein Automat. Ich weiß das. Denn ich zeichne die alle in eine Karte ein, die ganzen Bankautomaten. Oh, Betrag vergessen. Ja, klar. Bam. Hier kann man nicht darunter klicken. Mit Pistole, MP5 oder M4. Ich fange mit der Pistole an, einfach hier. Mein Gott, mein Aim! Hä? Er ist aber cool gemacht. Mit diesen Z Hindernissen. Also Hindernisse. Mit den Zielen. Hallo! Warte mal, fliegen die Kugeln eigentlich nach unten? Das war's? Muss ich von der Seite treffen? Ah ja. War wahrscheinlich was bloß verbuggt. Guck mal, der Rückstoß ist auch cool gemacht. Boah, dass ich so treffe, ne? Versuche dra. Hä? Ach so, Moment. Quote 44%. Die müssen wir noch ein bisschen steigern, die Quote. Nein! Da war drauf. Verstehe ich nicht. Lad nach. Wo sieht man das Magazin eigentlich? Da gibt es gar keinen HUD für. Also kann ich natürlich die Quote nicht verbessern. Dann habe ich wieder da treffen. Muss man das mal wissen? Ah, ich glaube, bei Doppelklick lädt er nach. Boah, der war knapp. Eigentlich voll daneben. Also war noch drauf, aber der war oben an der. What? 40%! Nee, Quote. Nee, Quote 54. Hey, das ging, das war doch cool. Ich will das aber nochmal mit einer anderen Waffe probieren. Oh, da muss ich wieder Geld abheben. Wir pratzen heute ein bisschen raus. Ich muss dann die Woche. Diese und dann eh. Bank abbuchen 450. Was steht da? Auffangen, Polster an der Stadthalle nicht zu betreten. Was ist denn da vorne los? Na, Staatsmeldung von Jimmy. Da habe ich schon mal aufgenommen, wie einer vom Dach springen wollte. Müsst ihr mal in die Fraktionsvorstellung schauen. Alle 30 Minuten? Okay, wir warten so lang. Nein, Spaß. Okay, das ist cool, dass man das trainieren kann, ohne eine Waffe besitzen zu müssen. Also man kann schießen und ich habe jetzt nichts Illegales gemacht, sozusagen. Aber ich danke euch fürs Einschalten. Gebt mal einen Daumen nach oben und grüßt mal alle den Ronan, der mich so cool untersucht hat. Das ist halt Roleplay, ne? Aber gehört dazu. Da muss man sich drauf einstellen. Aber es macht Spaß. Es ist witzig und ziemlich cool. Auch so die Interaktion. Wir sehen uns im nächsten Part. Gebt einen Daumen nach oben und wenn ihr die Fraktionsvorstellung mal sehen wollt von den Medics, die erste, dann schaut in die Videobeschreibung, da habe ich die
Let's Play-Reihe verlinkt. Also die Playlist, und da verpasst ihr nichts. Vor allem nicht, wenn ihr abonniert. Haut drin, bis dahin. Tschüss.